Hallöchen, Leute. willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2017 oder Farming Simulator 2017. Ja. Wir fahren mal gerade zurück zum Hof, würde ich sagen. Und ja. Gut, ja, ich habe noch keinen Plan, was wir heute machen. Wir haben ja letztes Mal ganz schön viele Schweinis gezüchtet, wenn ich mich recht erinnere. Müsste das so sein, ja. Und vielleicht können wir ja heute mal ein paar verkaufen, ne? Mal schauen. Gucken wir mal. Bin ja mal gespannt. Wir haben letztes Mal den Schweinetrog aufgefüllt. Nee, wir müssen bald uns mal wieder um Körnermais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen und so kümmern. Körnermais. Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Aber ich muss echt. Ich glaube, ich mach mal. Nach dieser Ernte, würde ich sagen, mache ich mal eine Ernte komplett für Schweine. Also, wo ich wirklich mal alles anpflanze, was die brauchen. Jedes Feld eins. Ich meine, das sind ja nur drei unterschiedliche Sachen. Und. Ja. Dann haben wir mal ordentlich. Was gemacht, würde ich sagen, ja. So. Wie viel Schulden haben wir? 51.000. Ja, gut. Ich würde sagen, wir reinigen mal gerade das Plätzchen hier. Hier hinten noch. Das find ich dumm, dass bei den Kühen auch so ist. Ist bei den Kühen auch so mit der Sauberkeit, ne? Nur nicht bei den Schafen, glaube ich. Naja, wir gucken mal. Oh Scheiße, hier ist noch gar nicht gesät. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oh, was hatten wir zuletzt? Sojabohnen, hä? Oh. So, was heißt das hier? Das ist der Sonnenblumenpflücker, gell? Der Gute. So. Ja, wir hatten zuletzt Sojabohnen. Gut. Dann pflanzen wir hier auch nochmal eine Runde Sojabohnen. Würde ich sagen, ne? Und dann war es das auch. Dann machen wir dann bei der nächsten Folie mal was ganz Besonderes, nämlich mal extra nur Futter für die Tiere. Muss auch mal sein. Ne? So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ah, weißt du was, ganz ehrlich, ey.
So viel Arbeit ist es jetzt nicht. So. Ich meine, da hat es schon diese Funktion, dass es quasi automatisch ein Anhänger werden kann, so einfach instant. Kann man die auch mal nutzen, würde ich sagen, ne? Funktion. So. So. Gut. Alles klar. Legen wir mal los. So. Gut. Ah, ich finde das echt krass, wie schnell das geht, ne? Mit dem. Mit so einem großen Mähdrescher. Das macht einfach Bock. Ah, ich freue mich echt schon auf den 19er. Bin ja mal gespannt. Ob es da mal endlich bessere Grafik gibt. Ich kann es mir echt fast nicht vorstellen. Ich meine, das ist Landwirtschaftssimulator, ey. Das muss man sich vorstellen, immer. Das ist immer die Sache. So. Gut. Ist klar. Nächste Reihe. Ja, was gibt es denn mal so zu erzählen? Ah, da würde ich... Da wollte ich schon immer die ganze Zeit drüber reden. Und nie hatte ich Zeit gefunden. Der Fall mit dem... Doppelagenten, der vergiftet wurde, der russische. Ist wahrscheinlich, ja, es dauert noch, bis die Folge rauskommt, aber scheiß mal drauf, ich rede jetzt trotzdem drüber. Das hat ja echt hohe Wellen geschlagen, ne? Da wird ein Ex-Doppelagent vergiftet. Und auf einmal. Also. Ich verstehe es einfach nicht, wie es darauf kommt, dass es Russland gewesen ist, die ihn vergiftet hat. Beziehungsweise die ihn vergiftet haben, beziehungsweise dass die Regierung irgendwas damit zu tun hat. Ich verstehe es einfach nicht. Es entspricht einfach. Das ist einfach so dumm. Wieso glaubt man das? Was gibt's da für Beweise für? Das sind alles nur Vermutungen. Und für Vermutungen, Diplomaten auszuweisen und die ganzen Beziehungen. Zu kappen, beziehungsweise viele, halte ich für absolut schwachsinnig. Die sollen erstmal beweisen, dass Russland dahinter steckt und dann können sie das machen. Dann können sie mit Sanktionen drohen oder
irgendwas machen, Diplomaten ausweisen, was weiß ich. Aber doch nicht auf Vermutung, Alter, was ist das denn? Ich meine, in Deutschland wird es auch nicht verklagt aufgrund von Vermutung. Das ist ja Mittelalter. In Deutschland wird es verklagt aufgrund von Beweisen und nur auf Beweisen. Und bewiesen ist bis jetzt nichts. Fakt ist auf jeden Fall, dass sich Großbritannien richtig merkwürdig verhält. Ich glaube nämlich, dass Großbritannien dahinter steckt. Ich will jetzt niemanden... Und ich sag's jetzt auch ganz ehrlich, das ist eine Vermutung, ne? Aber ich persönlich glaube, dass Großbritannien selber dahinter steckt. Ich meine, wenn es wirklich Russland gewesen wäre, die wären doch nicht so doof und benutzen ein Mittel, was es nur in der Sowjetunion gab, beziehungsweise was in der Sowjetunion hergestellt wurde. Ich meine, warum? Das macht keinen Sinn. Die würden sich doch nur selbst verraten. Wieso sollte Russland das machen? Und vor allen Dingen, wenn Russland das gewesen wäre, dann hätten die das doch wohl heimlich gemacht und nicht so offensichtlich. Ja, da hätten die den irgendwie entführt, dann ermordet und irgendwo anders hin, wenn das irgendwie der russische Geheimdienst gewesen wäre oder so. Aber den doch einfach nicht einfach öffentlich da liegen gelassen. Das sind doch hochprofessionelle Leute da. Wenn irgendjemand durch einen Geheimdienst ausgeschaltet wird, dann ist das doch, dann kriegt das doch niemand mit. Und Großbritannien ist irgendwie, also was ich jetzt gelesen habe, Russland stellt die ganze Zeit Fragen, will antworten, will das aufklären, will wissen, was da los ist, ja. Möchte Klarheit in dem Fall und Großbritannien weigert sich einfach auf jegliche Fragen zu antworten und ignoriert Russland komplett. Also ich frage mich jetzt echt, wer dahinter steckt, Russland oder Großbritannien? Ne, aber unsere scheiß westliche Propaganda, ne, sieht natürlich mal wieder vor, die Russen sind die Bösen, ne, und ja, so ist es halt, ne. Russen sind immer die Bösen, egal was passiert. Scheiß Wetter gerade, Russen sind schuld. Ganz ehrlich, wenn man sich's recht überlegt, ist Russland 100-mal weniger böse als Großbritannien, die USA und ihre Sklaven, sag ich mal. Ich meine, im Endeffekt sind wir Mitzügler von den USA oder Verbündete von den USA und somit, ja. Ich meine, was willst du erwarten? Die USA haben unser Land aufgebaut, also. Aber trotzdem, mir geht es echt ein bisschen auf den Sack, immer nur diese westliche Propaganda zu hören und das ist absolut unberechtigt, dass sie Russland dafür verdächtigen. Absolut. Weißt du, USA ist so eine Doppelmoral, weißt du, sie marschieren in jedes Land ein, spielen, machen hier einen auf Macke, ja, wollen die Weltherrscher sein, ja. Die Weltpolizei, ja, wollen alles richtig machen, machen aber alles falsch. Ja, ohne USA wird's kein Al-Qaida geben, ohne die USA wird's wahrscheinlich vermutlich auch kein IS geben, weil nämlich die Destabilisation von Syrien dafür gesorgt hat, dass überhaupt der IS da richtig plötzlich hier breit machen konnte. Und wodurch ist Syrien so instabil? Richtig, durch die USA. Also, ich weiß nicht. Eigentlich könnte man die USA für den Sündenbock von alles machen. Was hat Russland denn in letzter Zeit für Kacke gebaut? So, also abseits von diesem komischen Skripal, was Russland safe nicht war, davon bin ich fest überzeugt, die Scheiße mit der Ostukraine, hat Russland bis jetzt nichts falsch gemacht. Aber ich meine, Ostukraine kann ich sogar nachvollziehen, ne, beziehungsweise halt die Krim, ne?
Also ich meine, ich erzähle jetzt, ich zitiere jetzt einen Kumpel von mir. Keine Ahnung, ob das stimmt. Schaut lieber nochmal selber nach. Laut meinem Kumpel war es so, dass es auf der Krim eine Abstimmung gab, ob sie weiterhin zu Russland gehören, ob sie jetzt zu Russland gehören wollen oder weiterhin zur Ukraine. Ja, da gab es eine Volksabstimmung. So. Und diese Volksabstimmung wurde einfach vom Westen nicht anerkannt und wurde gesagt, es gefälscht alles. Stimmt nicht. Fickt euch. So hat er es gesagt. Und dann wundern sie sich, dass Russland sich das einfach so nimmt. Also, wenn es tatsächlich so ist, dass es eine Abstimmung gab, die rechtlich vollkommen in Ordnung war und wo das Volk auch dann tatsächlich mehrheitlich abgestimmt hat, zu Russland gehören zu wollen, dann ist das, dann spricht für mich nichts dagegen. Ich meine, was spricht denn dagegen? Naja. Naja, naja. Manches muss man einfach nicht verstehen. So. Okay. Ja, als nächstes, was wollten wir uns eigentlich als nächstes für Maschinen gönnen? Irgendwie was mit Gras, ne? Dass wir mal hier uns vielleicht Schafe holen können und Kühe. Das ist ja so unser nächstes großes Ziel. Ah, und dann natürlich auch mal pappeln. Ne? Wir haben ja noch eine Fruchtsorte, die haben wir überhaupt nicht ausgetestet. Und die kam ja neu dazu, und das sind Pappeln. Und zwar ist das, was man bei Pappeln rausbekommt, Häckselgut, also Hackschnitzel. Das, was man bekommt, wenn man Bäume nimmt und den Häcksler tut. Das bekommt man einfach sofort aus den Pappeln raus. Können wir ja mal ganz kurz gucken gleich, wenn wir hier fertig sind, was es da so Schönes gibt. Machen wir gerade einen Helfer an, weil hier... Weil der ist ja hier fertig. So. Gut, alles klar. Stellen wir mal die Sämaschine hier hin. So. Als nächstes müssen wir dann nämlich, ich würde sagen, wir brauchen Körnermais. Wir brauchen Weizen oder Gerste. Wir brauchen Raps, Sonnenblumen oder Sojabohnen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Sonnenblumen sind dafür eigentlich echt am besten. Weil die Sonnenblumen haben, glaube ich, den größten Ertrag. Jetzt gucken wir mal gerade am Preis. Oh, ist so ein Zwischending vom Betrag, Ertrag her wie Sojabohnen und Raps. Dann pflanzen wir mal richtig Sonnenblumen an, würde ich sagen, oder? Ich meine, brauchen wir auch nicht so viel, aber das machen wir trotzdem mal. Ja. Also Körnermais müssen wir ganz viel anpflanzen. Weizen, Gerste, ja. Weizen, Gerste. Also ich würde sagen, Sonnenblumen machen wir auf dem Feld hier. Weizen, Gerste machen wir... machen wir auf dem Feld hier.
Ja. Sonnenblumen machen wir hier. Oder machen wir mal komplett Sonnenblumen. Aber wir machen mal komplett Sonnenblumen. Ah, aber teils, nee, es ist doof. Ich weiß aber nicht, was ich für Felder machen soll. Man könnte ja auch Sonnenblumen hier und Körnermeister drüben machen. Dann machen wir Sonnenblumen auf dem Feld, also auf den beiden Feldern hier. Und da drüben Körnermais. Das klingt doch mal vernünftig, würde ich sagen. So. Klar. So, der ist auch fertig mittlerweile. Hier. Wir könnten auch einfach jetzt die Sojabohnen, die wir haben, zum Teil einfach benutzen. Wenn wir haben viele davon. Dann benutzen wir jetzt einfach die Sojabohnen hier und gut ist. Dann können wir komplett Sonnenblumen anpflanzen. Obwohl, wir machen noch Körnermais. Für Körnermais brauchen wir ja auch ordentlich was. Scheiße, es ist hier hinten aber gar nicht. Noch gar nicht reif hier, ne? Die ist natürlich scheiße, ne? Ja, Mist. Shit. So. So. Okay, dann reinigen wir hier gerade. Ja, oh, oh. Nein, nicht gut. Alter, what the fuck, wie viel hier liegt? Uiuiui. Ordentlich was. Really? Ey, der wollte mich doch. Der will mich. Ey, da sieht man wieder, was Landwirtschaftssimulator für ein Trollspiel ist. Guck dir das mal an. Ja, oder hier. Guckt euch das mal an, was jetzt hier für eine Scheiße abgeht. Komm, Alter. Muss nicht gemacht werden, ey. Sinnlos. Komplett sinnlos. So. Dann geht's jetzt hier weiter. Und schön Helfer an.
So, hier haben wir noch ein bisschen Streu, ja, beziehungsweise Stroh. Ach komm, ist mir jetzt egal. Diesen schmalen Fitzel hier. Mach ich mich jetzt hier nicht zum Vollidioten, Alter. LVD wird durch ein Objekt blockiert. Ja, dann machst du einfach so. Und gut ist. So. Schauen wir mal, was der hier hinten macht. Okay. Boah, komm schon, werd reif. Was ist da los? Aber na. So. Gut. Ja komm, dann pflanzen wir doch komplett Körnermais. Und benutzen den dann für die Schweine. So. Ja, das war's auch schon. Zehntausend haben wir bis jetzt. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht mal so viel. So, wir wollten ja mal schauen, was mir bei so einem Pappelding hier kostet. Also für einen Feldhäcksler gibt es hier ja so ein Dingens hier, ne? Moment. Nee, das ist ein kleiner Feldhäcksler. Feldhäcksler, so, so, ja. Hier. Das ist das, was wir brauchen. Genau, das hier ist von der Mod. Das hier ist das hier. Da, okay. Ja, also es gibt eigentlich nur von New Holland. Das Ding hier, den Aufsatz. Ja, genau. Also von dem hier, dem guten Teil. FR 850, ne? Oh. Ja. Big X 580, Big X. PXX 500, PXX 1100. Kann man denn auch?
Ja, den kann man auch mieten. Wir könnten uns rein theoretisch den auch erstmal mieten. Das ist natürlich auch eine schöne Idee. Ist aber ganz schön teuer. Ich würde sagen, nee, wir kaufen uns den. Ich weiß noch nicht, ob den Krone oder den. Ja, der Bo Krone Big X 1100, den gab es in den anderen LS-Teilen auch schon. Ja. Den gibt es hier nicht mehr. Ist ja jetzt nur eine Mod. Ich glaube aber, die Mod wurde von Giant sogar veröffentlicht. Weiß nicht, warum die das nicht einfach nachpatchen, warum die das als Mod reinmachen. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Naja. Auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendeine Möglichkeit, die Pappeln zu ernten? Außer per Dingens. Muss es doch geben, oder? Warte mal. Feldhäcksler? Das Ding hier? Nee, das kann nur. Das Ding kann tatsächlich nur Dingens. Keine Pappeln. Das finde ich krass. Ja, das hier ist zum Stroh aufsammeln und dann zum Häckselgut verarbeiten gedacht. Das hier ist ja Getreideschneidwerk. Das hier ist das normale, ne? Hier 6 Meter, 9 Meter, 9 Meter und 10,5 Meter. So. Pff, da lässt sich fragen, ne? Machen wir. Wir holen uns den New Holland, ja? Die Mod, die ist halt dann mal umsonst installiert, aber. Never mind. Scheißegal. So. Gut. Hallo? Ja, so. Nice. Würde ich sagen. Jetzt mache ich mal den Helfer mal wieder an. Und jetzt nehme ich das Teil hier. Und Fülle. Das hier auf. Also beziehungsweise. Ich entlade. Den jetzt erstmal. So. Alter, das wird ja richtig reichen, ey. Dann für die Schweine. Das wird eine ganze Zeit lang reichen, muss man sagen. Freue ich mich drauf. Okay. Gut. Würde ich sagen, fangen wir jetzt schon mal an zu sehen. Was machen wir denn mal? Ein Feld mit Sonnenblumen machen wir, würde ich sagen. Oder? Ja, ich weiß nicht. So. Sehr gut. Mal ordentlich wieder aufgefüllt. Ganze Scheiße hier. So. Reicht doch. Oh, hier.
So, was machen wir denn? Sonnenblumen, Mais. Ja, machen wir erstmal Mais. Danach machen wir Sonnenblumen, würde ich sagen. Dann mal zum Verkaufen schöne Runde Sonnenblumen. Aber jetzt erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir hier ordentlich Futter bekommen für die Schweine. Sodass wir die nächste Zeit erstmal überhaupt kein Dingens mehr brauchen. So, zack. Und dann zack. Hier weiter. So. Schade, dass es nicht nur eine größere Sämaschine für diese Fruchtarten gibt, aber naja, die ist ja auch groß genug, muss man sagen. Ich meine, ich denke, viele Landwirte wären froh, wenn sie so eine Maschine hätten, wie ich hier habe. Ja. So. Alles klar. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Oh, Alter, die Folge geht ja schon wieder richtig lange. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja. Gut. Okay. Ja. So. Ich mach das Feld jetzt auch fertig. Dass ich einen Plan habe, was ich vorhab. So, der hier ist jetzt auch gleich fertig. So, dann können wir hier den hier schon mal jetzt hier rüberholen. Ja, große Nachfrage auf Zuckerrüben, danke. Finde ich super, finde ich toll. So, dann fangen wir den hier mal weg. Oh. Hallo. Danke. So. Einmal hier hin. So. Und dann einmal hier. So. Und dann geht's jetzt los. So's. So, der hier ist noch fleißig am Arbeiten. So, den hier. Den entleeren wir jetzt schön da oben. Beim
beim Anhänger. Joa. Okay. Gut. Kommt schon jetzt. So. Dann fahren wir den Mumpitz hier mal weg. So, der da ist fertig. Ja, hat er jetzt die Arbeit erfolgreich beendet, sagt er mir jetzt sogar. So. Gut. Lassen wir erstmal hier stehen. Und fangen wir direkt an hier mit. Mit dem hier. So. Gut. Nice. Gut. Ja. Okay, hier ist die Seemaschine ein bisschen im Weg, glaube ich. Alter, was die für einen Wendekreis hat, ey, das ist ja der Wahnsinn. Wird der Wendekreis aber extrem groß, weil die nicht irgendwie eine gute Lenkung hat oder sowas. Also die Seemaschine. So. Alles klar. Ja, so langsam reicht's aber auch mal hier mit der Folge, würde ich sagen. Ich kann aber irgendwie noch nicht aufhören und noch eine Folge aufnehmen möchte ich nicht, weil ich habe jetzt noch was anderes vor. Gleich. Ja. So. Gut, gut, gut. Ja, komm, dann hören wir jetzt hier an der Stelle auf. So, der hier hinten, der ist ja auch gleich fertig. Ich würde sagen, das hier macht er jetzt noch fertig. Das macht er offscreen. Oder das mache ich offscreen jetzt. Ja. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.